Hallo, ich bin Sven Tietzer, Ihr Reporter beim Deutschen Radiopreis. Hallo, ich bin Anne Adams, Ihre Reporterin beim Deutschen Radiopreis. Du, im Radio hätte das jetzt gar keiner gemerkt. Hätte keiner gemerkt und so ist das ja der Hammer. Im Fernsehen und im Internet, der Knaller. Ich schmeiß mich weg. Der Hammer-Gag. Das sind Naturally 7, ne? Ja, genau, ich so sieht's aus. Heute mal zu siebt. Die ersten Stars, die da sind, aus New York. One, two, three, hit it. I wanna keep it. Ladies and gentlemen. Hey, y'all, we're Naturally 7. Get the German Radio Awards. Yeah! Wow, cool, very great. Ja, wir sind bei Alex Fahrensteiner, der Regisseurin dieses ganzen Radiopreises und stehen genau auf der Markierung 1. Wer ist das? Barbara. Von wo muss sie kommen? Die kommt von hinten. Einmal dadurch, durch diesen tollen Container, schwebt nach vorne auf 7 Delfinen getragen und wird dort auf der Position 1 natürlich stehen bleiben. Alex, das ist ja jetzt alles total durchchoreografiert. Wenn jetzt der Herbert Grönemeyer auf die Bühne kommt und er müsste normalerweise von da kommen, aber was ihn reitet da hinter der Bühne, kommt und er kommt jetzt von dieser Seite, was ist denn dann? Das kann gar nicht passieren, weil er im Publikum sitzt. Das heißt, er wird weder von da noch von da kommen, er kommt von da. Achso, du weißt Bescheid, ne? Ich weiß Bescheid. So, Sven, Karten auf dem Tisch. Okay, ich hab den Lohmeier, der ist Trumpf. Ich hab Waldi Hartmann und der sticht. Der sticht nicht mehr. Gut, okay. Joker, Cosma Schieverhagen. Das hat mit der Optik zu tun. Schade, unentschieden. Wieder keine Kohle. Wollen wir noch eine Runde? On Air werden die beiden sein, die das Bild ins Radio bringen müssen in rund 50 Hörfunkprogramme. Sabine Beck von 105.5 Spreeradio und... Ja, und Thomas Mohr von NDR 2. Du hast ja letztes Jahr das auch schon mal durchlaufen. Wie ist das? Ihr seht ja dann die ganze Zeit so von hinten die Leute, ne? Ja, also wir haben hier die besten Plätze, wenn man mal guckt, ne? Hier, das ist gerade das Lichtdouble von James Blunt. Also den sehen wir wirklich, da könnte ich einen Kirschkern hinspucken. Ihr sitzt natürlich auch in der Öffentlichkeit, ne? Und ihr müsst euch vertragen. Also du stehst ja für die öffentlich-rechtlichen Sender da, du für die privaten. Ja. Könnt ihr euch... Also natürlich. Also wir haben uns kennengelernt gerade und wir verstehen uns bestens. Ja, aber gibt es da nicht so Probleme wie, du, so ein Flitzerblitzer haben wir gar nicht? Ja, also wir senden durch, wir haben Verkehrsmeldungen, müssen die aus den Studios machen und wir müssen auch kein Wetter machen und Musik kommt aber hier live von der Bühne. Sabine, wie viel hat man denn überhaupt zu erzählen während der Gala? Du, wir müssen natürlich, wie du schon sagtest, das Bild an die Hörer bringen. Kino im Kopf, sagen wir immer beim Radio. Also wir werden schon das ein oder andere kommentieren. Wenn jetzt Barbara Schöneberger zum Beispiel auf einen Promi auch im Publikum spontan zugeht, werden wir das den Hörern vermitteln, weil die sehen das ja nicht in dem Moment. Und ja, wir sind das lebende Bild sozusagen für die Hörer. Ja. Eure Sender sind ja auch, also 105.5 Spreeradio ist ja wieder nominiert, diesmal glaube ich für die beste Morgensendung. Genau. NDR 2 ist unter anderem mit Frühstück bei Stefanis beste Comedy dabei. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr hier jetzt der Radiopreis, ich meine, ihr wisst es ja selber nicht, wenn der verliehen wird, dreht ihr dann komplett durch und springt gegen die Scheiben? Also ich drücke natürlich Frühstück bei Stefanie echt die Daumen, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, dass sie gewinnt. Sie müssen. Und wir sind auch fürs beste News-Format nominiert und das ist wirklich ein großer Erfolg, allein schon zweimal nominiert zu sein. Und ich weiß nicht, ob die Emotionen mit mir durchgehen werden und ich rausrennen werde, wahrscheinlich nicht. Nackt hier im gläsernen Studio. Wir werden euch im Radio im Auge behalten. Ja, ja, ich werde dich festhalten. Vielen Dank und eine gute Show, ne? Danke. Ja, danke schön. Danke. Andreas Schonzek ist verantwortlich für den Regieablauf. Ja. Was heißt das auf Deutsch so zum Verstehen mal? Ja, das heißt also, ein ganzes Team hat ja in den letzten Monaten den Deutschen Radiopreis vorbereitet und dann wird das natürlich irgendwann mal richtig aufgeschrieben. Also wirklich jede einzelne Szene, das sind dann so Auflösungen im 30-Sekunden-Takt. Das heißt, nachher entsteht da so ein richtig kleines Buch. 80 Seiten dick ist es in diesem Jahr für den Deutschen Radiopreis und das nehmen dann auch die Fernsehkollegen und arbeiten damit und setzen es dann auch fürs Fernsehen natürlich um und nicht nur dieses Jahr fürs Radio, was ja eine tolle Sache ist. Sie sind ja auch dafür
da, dass all die Promis dann hier wirklich auflaufen. Wie sieht das aus mit einer Einladung? Wird die handgeschrieben von Ihnen? Ja, also meine Handschrift ist nicht besonders gut, aber ich werde mit den meisten immer telefonieren. In diesem Jahr war es schon auch deutlich einfacher. Den Deutschen Radiopreis braucht man schon im zweiten Jahr einem Prominenten gar nicht mehr erklären. Viele kenne ich auch von anderen Verleihungen, die ich so mache. Und von daher gibt es für mich dann auch so ja, fast Bekanntschaften aus vielen, vielen Jahren, wo man zusammengearbeitet hat, wo man anruft und sagt, du hör mal, Deutscher Radiopreis, habe ich gehört, war letztes Jahr toll, Mensch, würde ich gerne auch dazukommen. Und das ist in diesem Jahr super gelaufen. Ich sage mal, die Bandbreite von Giovanni Di Lorenzo bis hin zu Susanne Holz, sage ich mal, von den Tagesthemen, ist, glaube ich, eine ganz bunte Mischung. Merkst du was, Anne? Auch in der Radiobranche, da läuft nichts ohne Vitamin B. Andreas Peper, erster Kameramann, das heißt hier Chef aller Kameraleute und Chef von dem, was hier im Bild passiert. Wenn die Stars, wenn die Künstler, die Laudatoren, die Nominierten auf die Bühne kommen, was muss da passieren, emotional? Also meine Aufgabe ist es wirklich, diesen Moment, wenn die Stars rauskommen, glanzvoll darzustellen. Hier muss es wirklich dem Zuschauer klar werden, jetzt passiert was ganz Großes, da müssen wir dranbleiben. Also für mich gibt es eine spannende Lichtauftrittsdramaturgie. Also wenn der Künstler rauskommt, machen wir ein starkes Gegenlicht. Wir wissen zwar schon, wer es sein wird, aber es muss ein bisschen Magic aussehen. Bis er dann vorne zum ersten Mal auf seiner Position ist, dann kriegt er schönes Führungslicht und wird erkannt und gefeiert und dann liegt er auch schon los. Und das ist also für mich ist ganz wichtig, dass das, was er singt, mit dem Licht zusammenpasst und dass es nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Also wenn es eine Ballade ist, die gesungen wird, dann muss das Licht intim sein. Wenn es aber ein rockiger Titel ist, dann muss es auch krachen und damit der Zuschauer richtig sagt, Mensch, Kinder, das war eine tolle Nummer. Und, aber wie gesagt, nicht gegen die Musik, sondern immer mit der Musik. Ich sag mal, die ein oder andere Lampe sieht man ja hier. Oh Gott. Energiesparlampen sind das nicht. Also, wir achten natürlich auf Wirtschaftlichkeit und es ist, also so blöd es klingt, es sind ganz viele LED-Lampen dabei, die im Stromverbrauch weitaus geringer sind, als es noch vor ein paar Jahren so war. Also der, ich sag mal, in der dieser Größe eine Halle haben wir weniger Stromverbrauch als noch vor ein paar Jahren. Also in Hamburg gehen jetzt nicht die Lichter aus, wenn die Lichter hier angehen? Auf gar keinen Fall und schon gerade im Hafen nicht. Das war's von uns, Backstage vom Deutschen Radiopreis. Sven Tietzer und Anne Adams. Jo, jetzt heißt es im Prinzip nur noch Radio anmachen, Fernsehen anmachen, Rechner hochfahren. Und einfach mal reinhören bei Bauchbeine Po. Ja, auf dem Sofa. Kaninchen füttern. Im Auto. Geschirrspüler ausräumen. Nachtschicht. Im Dienst. Überall. Auf der Wache. Beim Briefeschreiben an Oma. Ja. Mails checken. Ja. Jo, egal.